99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Von und mit Professor Dr. Gerhard Nowak. Herzlich willkommen zu den News to Use aus dem Sportbusiness. Der Schuldenberg im italienischen Fußball wächst immer weiter und beläuft sich nach der Saison 17-18 auf 3,9 Milliarden Euro. Das sind 17,1% mehr als in der Vorsaison. Das berichtet der Sportinformationsdienst. Als problematisch gilt der Unterschied zwischen großen und kleinen Serie A-Clubs. 5 Top-Vereine, Juventus Turin, Inter Mailand, AS Rom, AS Mailand und der SSC Neapel, generieren allein 54% der Serie A-Umsätze. Die 5 kleinsten Clubs machen dagegen nur 7% aus. Hier sieht man, dass die Verteilung der Fernsehrechte für die 20 Clubs in der Serie A sehr unglücklich ist. Denn es werden 5 Kriterien herangezogen und dabei nicht nur der sportliche Erfolg der einzelnen Clubs, sondern auch Anzahl von Fans und die Stadt und das Einzugsgebiet der Vereine, in denen sie aktiv sind. Hier ist Umdenken dringend notwendig, sonst wird die Schere immer größer. Die Schalker Läufer der Klasse 3C der Gelsenkirchener Grundschule an der Heistraße sammelten mit nahezu 38 Millionen die meisten Schritte und entschieden damit die Step-Kicked-Meisterschaft für sich. Mit dieser Aktion motivieren die Stiftung der Deutschen Fußballliga und Kleven-Stiftung Kinder zu einer gesunden Lebensweise. In Summe haben Kinder aus 33 Schulklassen binnen 15 Wochen über 470 Millionen Schritte gesammelt. In Kooperation mit Schalke 04, Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg wurden Dritt- und Viertklässler mit Schrittzählern und Aktionen ausgestattet. So funktioniert CSR hervorragend, denn die Entscheidung, welche Sportart Kinder schlussendlich am liebsten ausüben, ist nachrangig. Wichtig ist, sie bewegen sich und da kann Fußball und der Sport helfen. Einem aktuellen Meinungsbild der IST Hochschule für Management zufolge haben Skandale im Sport in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Angehende Sportmanager kritisieren besonders stark Korruption, Bestechung und Wettbetrug. Doping dagegen tolerieren etwa ein Drittel aller Befragten. Als Skandalursache sehen 100% der Befragten finanzielle Interessen. Die Konsequenz, die Glaubwürdigkeit des Sports leidet immens. Spitzensportler scheinen käuflich und Sponsoren ziehen sich aus dem Profisport zurück. Für Sportmanager sind hier die Warnanzeichen sehr groß. Denn natürlich wollen wir die Funktion des Sports haben, wie Fairness, Teamgeist, Leistungsbereitschaft, Leidenschaft. Aber die Dysfunktion des Sports müssen genauso im Auge behalten werden. Denn Doping und oder Wettbetrug sind nicht die Dinge, die dem Sport zuträglich sind. Hier muss man klare Kante zeigen. Das waren sie, die News to Use für diese Woche. Ich wünsche Ihnen gutes Sportbusiness.